Herzlich willkommen zu unserem Nachmittag von Fairsback mit Fairsback unter dem Titel von Visionen zu Zielen. Der Nachmittag wird in Zusammenarbeit mit M2Act, dem Förder- und Netzwerkprojekt des Mikrokulturprozents für die darstellenden Künste, durchgeführt und dafür nochmal ganz herzlichen Dank an M2Act und danke euch auch allen für euer Kommen. Letzten Herbst hat die Initiative Fairsback einen Kodex veröffentlicht und dies nach einem Jahr Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit mehr als 150 Personen aus dem Kulturbereich. Wir waren natürlich sehr stolz, dass wir das geschafft haben, dass wir so weit gekommen sind, aber uns war natürlich auch bewusst, dass das erstmal ein erster Meilenstein ist, ein erster großer Schritt, aber dass es jetzt eigentlich erst richtig losgeht. Die Verschriftlichung hat viel gebracht, die Benennung von diesen Grundwerten und das Erkennen der wichtigsten Felder hat jetzt schon viel bewegt und nicht zuletzt natürlich der Prozess des Verfassens, wo sehr viele Menschen involviert waren. Aber eben, was machen wir damit? Wie kommen wir von diesen Leitmotiven zu einer Wirkung? Wie setzen wir den Kodex um? Das ist das Thema von heute Nachmittag. Und es gibt dabei zu anerkennen, dass natürlich der Kodex erstmal eine Vision beschreibt, eine ferne Vision. In gewissen Abschnitten sind schon Strategien erkennbar, aber es geht in erster Linie darum, eine Vision zu formulieren, der sich möglichst viele Stakeholder der freien Szene anschließen können. Visionen sind extrem wichtig, aber sind natürlich manchmal schwer greifbar und auch überfordernd, weil sie sehr umfassend daherkommen können. Ziele wiederum oder Strategien haben den Vorteil, dass sie überprüfbar sind, dass sie klarer sind, umsetzbar sind. Was wir heute Nachmittag tun möchten, ist, dass wir, weil nicht alle wahrscheinlich auf demselben Stand sind, was Fairsback eigentlich ist, was der Kodex ist, kurz das vorstellen. Dann gibt es einen sehr kurzen Input zu diesem Thema der Wirkungsorientierung. Dann gibt es einen Input zur Unterscheidung von Vision, Strategie und Maßnahme, weil das sehr wichtig ist zu erkennen, dass man da auf sehr unterschiedlichen Ebenen wirken kann. Und dann machen wir eine Gruppenarbeit, wo ihr eure Beispiele einbringt und versucht zu verallgemeinern. Also Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die vielleicht für andere auch hilfreich sein könnten, um den Kodex umzusetzen. Wie gesagt, ihr lernt eigentlich zwei Modelle kennen und eine Methode. So. Ja. Das wären die Ziele, dass ihr euch mal mit dem Kodex auseinandersetzt, dass ihr die Leitmotive kennenlernt, die sie diskutiert, dass ihr diese Tools kennenlernt und aber vor allem auch, dass ihr euch austauscht. Damit kommen wir zu einer kurzen Beschreibung, was Fairsback eigentlich ist. Darf ich einmal kurz fragen, wie viele von euch den Kodex gelesen haben? Wie viele haben den Kodex unterschrieben? Und wer arbeitet nach dem Kodex? Okay, sehr gut. Ja, die Arbeit von Fairsback begann 2020, Anfang 2020. Fairsback bezeichnet sich als Initiative zur Etablierung ethischer Richtlinien und Arbeitsweisen in der freien Szene und arbeitet sich als Graswurzelbewegung von Schritt zu Schritt voran. Wir haben ja sozusagen bei Null angefangen und versuchen eigentlich seitdem jeden Schritt transparent und partizipativ zu entwickeln. Wir wollen dialogisch auftreten, was man vielleicht auch als Ergänzung sehen kann zu der bereits bestehenden Arbeit von Verbänden, welche ja auch viel stärker Forderungen stellen
auf der politischen Bühne auftreten, als wir das bisher tun. Unsere Angebote entstehen aus der Überzeugung heraus, dass es im Interesse aller Beteiligten im Kulturbereich ist, Versbeck zu stärken. Inspiration für den Kodex haben wir von verschiedenen bereits bestehenden Initiativen erhalten, zum Beispiel aus Belgien und aus den Niederlanden. Ihr findet auf unserer Website eine mittlerweile umfangreiche Linksammlung dazu. Wer ist Versbeck? Wir sind Gabi Meusches, Matthias Schoch, ich bin Susanne Abelein. Außerdem ist noch Joel, wir sind im Board sozusagen, im Vorstand. Da hinten seht ihr Joel Jubber, die unsere Geschäftsstelle leitet. Außerdem im Vorstand sind noch Nadine Schwarz, Diana Rojas und Christoph Rath. Und dazu kommen eben unzählige Mitwirkende aus der Tanz- und Theaterszene sowie aus anderen Bereichen wie Bildung und Wissenschaft, die mit uns ihr Wissen teilen. Damit ihr ein Bild davon euch davon machen könnt, wie wir vorgehen, wie wir arbeiten, möchte ich ganz kurz wie eine kleine Essenz aus den letzten beiden Versbeck-Veranstaltungen euch geben. Aber wirklich ganz kurz, weil ich habe gemerkt, vor allem bei 7 wäre ich fast Spoiler, also da muss ich mich dann zurückhalten, nicht, dass die Gruppenarbeit dann langweilig wird. Nein. Also wirklich ganz konkret in Bezug auf das heutige Thema, es ging ja um die Konkretisierung des Kodexes bzw. der Kodexwerte. An der Veranstaltung Nummer 6 haben 2 Vertreterinnen des Modellprojektes Fair Stage aus Berlin, also es heißt eigentlich Berliner Modellprojekt Fair Stage, über ihr Vorhaben erzählt. Alle Infos findet ihr auf der Website, auf ihrer Website fairstage.berlin. Das möchte ich jetzt nicht alles erzählen, nur zum Ziel zitieren. Ziele des Projektes sind diskriminierungsfreie und gute Arbeitsbedingungen für alle festen und freien Mitarbeiterinnen an öffentlich finanzierten Berliner Theater. So, ihr hört, eine Stadt, eine Sparte. Was für uns, für Versbeck spannend war oder spannend ist, dass sie auch aus bestehenden Expertisen profitiert, also von diesen Expertisen profitiert haben. Das heißt, nicht alles neu erfunden, sehr viel, sehr seriös recherchiert und gesammelt, zusätzlich Interviews geführt und aus diesem großen Material einen sogenannten Maßnahmenkatalog erstellt. Mit stolzen 25 Seiten, ist auch auf ihrer Website zu finden, mit einer schönen Linksammlung auch. Was wiederum für Versbeck spannend ist, dass diese Maßnahmenkatalog, die sind noch keine gemachten Maßnahmen. Also es sind auch eher die Forderungen oder Wünsche, Ziele. Also was sehr, sehr spannend ist, sie haben 5 Handlungsfelder erarbeitet und darunter 2 möchte ich erwähnen, weil die einerseits an, ich muss jetzt schnell schauen, Abgeordnetenhaus an Berlin geht. Und ein zweites geht an die Senatsverwaltung Kultur und Europa. Also ihr hört, sie haben sehr stark schon die Kulturpolitik eingebunden. Sie haben auch Gelder von Ihnen für dieses Projekt erhalten. Jetzt zur Veranstaltung Nummer 7. Dort haben wir in einem etwas kleineren Kreis Vertreterinnen von verschiedenen, ich sag mal, Strukturen, also Organisationen dabei gehabt, von Festivals, von Häusern, von M2Act, von Verbänden. Und es ging uns darum, die Frage war, ob und wie weit der Kodex für Institutionen, für Organisationen verwendbar ist und wie diese Organisationen den Kodex lesen, ob das überhaupt etwas für sie ist. Und sehr spannend war, also es ging darum, dass sie erste Erkenntnisse mitteilen, Fragen, Hindernisse, Probleme, Dilemmas und vielleicht erste Schritte und erste Maßnahmen auch wollten wir sammeln. Für Versbeck ist spannend, Matthias hat das schon erwähnt, dass diese Verschriftlichung sehr begrüßt wird. Also schon mal diese Werte zu lesen und in der Hand zu haben, schon ein guter erster Schritt ist. Andererseits die Sammlung und Teilung von Best Practices wird sehr begrüßt.
Und eine Erkenntnis ist, dass die Erreichung eines Anliegens, zum Beispiel Diversität zu erreichen und wirklich diesen Wunsch zu erfüllen, sehr viel Ressourcen bedeutet. Andererseits war wichtig, dass man Zeit nimmt im Team, in der Organisation für diese Werte und wahrscheinlich nicht den ganzen Kodex in einem Tag umsetzen will, aber einzelne Werte rausnimmt und dafür diese Zeit einräumt und wie für die Organisation, die eigene Organisation diese übersetzt oder reflektiert. Und alles andere lasse ich weg, aber eine schöne Aussage war noch am Ende der Veranstaltung, dass alle das betont haben, wie wichtig das ist, dass es sich, also die Organisation sich dazu bekennt, sich als lernende Organisation zu sehen. Damit kommen wir zu diesem Punkt der Wirkungsorientierung. Ich mache das wirklich nur kurz, weil ich denke, es ist hilfreich, diese Wirkungsorientierung im Hinterkopf zu haben für die Gruppenarbeit. Wer sich da verstärkt damit befassen will, es gibt diesen Impact Guide vom Pionierfonds. Es gibt zwei weitere sehr schlaue Websites, wo man sich da einarbeiten kann, die nennen wir auch am Schluss. Für heute interessant finde ich einfach zu sehen, dass wir im Kodex an vielen Stellen eigentlich von Verhaltensänderungen sprechen. Und eine Verhaltensänderung hervorzurufen ist eine sehr hohe Stufe von Wirkung. Also im Gegensatz zu zum Beispiel, ich will Wissen teilen, ich will, dass jemand mehr Wissen hat oder dass jemand vielleicht sensibilisiert wird für ein erstes, als ersten Schritt. Ist quasi die Verhaltensänderung ist ein sehr hoher Schritt. Auf Englisch klingt das immer so toll, finde ich. Und auf Deutsch braucht man dann zwei Zeilen, um das irgendwie zu übersetzen. Es geht darum zu verstehen, dass jedes Projekt oder jedes Projekt in diese vier Schritte unterteilt werden kann. Ein Input, ich starte an einem Ort mit irgendeinem Angebot, mit einer Aktivität, erreiche damit einen direkten Output, nämlich das Angebot findet statt, mein Kurs findet tatsächlich statt. Ich erreiche damit eine direkte Wirkung, nämlich die Leute in meinem Kurs kapieren, was ich sage, und ich erreiche überhaupt Leute, die zu meinem Kurs kommen. Der Impact wiederum geht darüber hinaus, nämlich tragen die Leute, die in meinem Kurs waren, etwas weiter und erreichen damit im besten Fall eine systemische Veränderung. Und das ist nicht uninteressant für uns, weil der Kodex ja darauf abzielt, auf eine systemische Veränderung. Man kann es auch als Treppe darstellen. Die ersten zwei Stufen wären der Output, dass meine Maßnahme, die ich einführe in meinem Betrieb, in meiner Company, für mich selbst, dass das tatsächlich stattfindet, dass man sich zum Beispiel den Wecker stellt, wie Urs das vorgeschlagen hat, und dass ich den Wecker dann auch nutze, um darüber nachzudenken, was ich mir da vorgenommen habe. Dass diese Maßnahme von den richtigen Leuten akzeptiert wird, wäre Teil des Outputs und ist Bedingung dafür, dass es ein Outcome gibt, also eine in einem ersten Schritt eine Veränderung von einem Bewusstsein, eine Vermehrung von Wissen. Im zweiten Schritt eine Verhaltensänderung. Das wäre dann wirklich schon eine tolle Wirkung. Ja, und im letzten Schritt erhofft man sich dann einen Impact, der über die einzelne Person hinausgeht. Ich finde, im Zusammenhang mit dem Kodex könnte man davon sprechen, dass man quasi sich eben dieser Vision nähert, einer gerechteren, respektvollen, freien Szene, dass man neue Standards setzt. Heute Morgen war jemand da, der an den neuen Richtgagen arbeitet, und die Richtgagen waren für uns auch ein Best Practice, als wir uns an den Kodex herangearbeitet haben, weil wir das Gefühl hatten, dass dort gelungen ist, einen, zumindest in weiten Teilen, einen Standard zu setzen. So. Also es ist einfach, man traut sich nicht mehr so wirklich diese Richtgagen komplett zu untergehen. So als Beispiel. Man könnte das jetzt an einem Beispiel vielleicht rückwärts buchstabieren. Wenn man oben anfängt, bei der Vision, bei unserem Kodex, dann steht da im ersten Absatz eben, die Vision ist eine gerechte, freie Szene. Konkreter könnte man jetzt einen Begriff, ein Leitmotiv nehmen aus dem Kodex, zum Beispiel die Kommunikationskultur.
Das heißt, meine Vision ist, dass eine positive, respektvolle Kommunikationskultur herrscht in der freien Szene. Dann kann ich mich fragen, welche Fähigkeiten, welches Bewusstsein muss ich wecken, damit dieser Impact entstehen kann. Ich kann mir zum Beispiel sagen, in meiner Company führe ich bestimmte Gesprächsregeln ein, die wir reflektieren und immer wieder überarbeiten, so dass es zum Standard wird, in meiner Company auf eine bestimmte Weise respektvoll auf Augenhöhe zu kommunizieren. So könnte man jetzt also zurückbuchstabieren von oben nach unten. Reicht das? Es gibt noch mehr Theorie. Jetzt kommt der zweite Input von Thomas Schmidt. Er hat uns sehr geholfen schon beim Kickoff und eben bei der Konzeption des ganzen Kodex. Und ihm war immer wichtig zu unterscheiden zwischen Vision, Strategie und Maßnahme. Und darüber spricht er in seinem Vortrag. Es dauert knapp 15 Minuten und ist ein Video. Viel Vergnügen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Das ist inzwischen bereits das vierte Mal mit Fairspec in direkter Berührung. Und ich freue mich, dass ich ein Teil davon sein darf, daran mitwirken kann und ja, vor allen Dingen, dass die freie Szene der Schweiz vorankommt, um ihre Ziele zu erreichen und damit wirklich essentiell zu einem respektvollen, fairen und gerechten Landschaft der freien Szene und der darstellenden Künste wird in der Schweiz und damit auch zu einem Beispiel für die Nachbarländer, also insbesondere für Deutschland. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Professor in Frankfurt am Main, wo ich den Masterstudiengang Theater- und Orchestermanagement leite. Zudem bin ich auch Gastprofessor an der Ernst-Busch-Schule für Schauspielkunst in Berlin. Für Fairspec habe ich bereits den Auftakt und den letzten der 5 Workshops moderieren dürfen, der schließlich zur Verfertigung der Publikation des Codes of Conduct geführt hat. Und überall, wo ich gerade bin, mache ich für diesen sehr, sehr gelungenen, guten Kodex Werbung, der damit schon mehrfach Vorbild war und Pate stand für Theaterkodizes in Deutschland und in der Schweiz, aber auch für die Betrachtung einzelner Wertgruppen in anderen Zusammenhängen, aber auch in der Diskussion mit meinen Studierenden. Und hinzu kommen natürlich die Vorbildlichkeit und Sorgfalt bei der Entstehung, die ihr alle dabei angewendet habt, dass über so viele Phasen euch Zeit dafür zu nehmen, damit dieser Kodex gelingen kann. Und das ist ja wirklich erst sehr gelungen. Ich bin gebeten worden, heute über die Themen und Differenzen der 3 Ebenen Vision, Strategie und Maßnahmen zu sprechen, die für einen ethischen Kodex von Bedeutung sind, vor allem in seiner Einbettung, in seine Umsetzung, aber auch in die daraus folgenden Maßnahmen, um diesen Prozess der Umsetzung zu beginnen, durchzuführen und gut zu vollenden. Alle 3 Begriffe sind eng miteinander verbunden. Das eine könnte ohne das andere nicht umgesetzt werden. Das andere wäre ohne das eine nicht existent. Ich möchte mit der Vision beginnen, die oftmals als ein imaginärer Blick in die Ferne umschrieben wird und sich auf alle gesellschaftlichen Gebiete von der Religion bis zum Fußball erstrecken kann. Und wenn man eine prägende Formel dafür findet, dann ist die Vision eine bildhafte Erscheinung eines Zukunftsortes. Und dieser Zukunftsort ist eine freie, gerechte, diskriminierungsarme und machtarme freie Szene in der Schweiz. Das ist der Ort, an dem sich alle diese Werte, die ihr in eurem Fairspec-Kodex aufarbeitet und eingeschrieben habt, in dem alle diese verschiedenen Werte verwirklicht werden. Und bis dahin bedarf es natürlich noch eines Weges. So eine Vision wird auch als etwas persönlich Bildhaftes, Erlebtes beschrieben, von etwas, das man sinnlich nicht wahrnehmen kann, das aber dennoch eine Bedeutung hat, so ähnlich wie ein Traum. Es ist vielleicht auch ein Traum
Und manche würden auch sagen, es ist ein traumhafter Ort in der Zukunft. Das entspricht ja auch diesem bildhaft Erlebten, das wir in der Zukunft haben. Wenn wir uns für eine andere Lesart der Vision entscheiden würden, wäre es, dass die Vision das Bild ist, das in der Zukunft liegt und auf das sich alle in der Zukunft geeinigt haben. Ähnlich einem Leitmotiv einer Organisation, einem Zukunftsmodell, das aus der Verwirklichung einer oder mehrerer Strategien entsteht. Eine solche Vision ist also das große Gesamtziel. Hinter den einzelnen Strategien, mit denen jeweils die Detailziele anvisiert und mit den Maßnahmenbündeln umgesetzt und vollendet werden, bis das Zukunftsmodell schließlich entsteht. Visionen sind also, wenn man das zusammenfasst, kollektive Träume von etwas, an dem sich Generationen von Menschen oder Generation einer Gruppe von Menschen festhalten können. Und das ist das Besondere, auch wenn sie persönlich dieses Ziel zu Lebzeiten gar nicht erreichen können oder erreicht haben und darauf hoffen, dass das Kollektiv, zu dem sie gehören, diese Vision einmal erlebt und verwirklicht. Und so, wie es dann auch später viele Generationen nach ihnen gemacht haben und verwirklicht haben und die dann stellvertretend für diese Vision standen. Wie man erkennt, ist eine Vision, kann eine Vision wie die einer freien Szene, die fair und voller Respekt miteinander umgeht, auf ganz verschiedenen Wegen erreicht werden. Und diese verschiedenen Wege sind dann die Strategien. Wenn man das definitorisch bespricht, dann sind Strategien die Wege, die zur Erreichung der Vision beschritten werden müssen. Eine Strategie ist bildhaft gesprochen ein Kompass. Wir haben mit der Vision das große Bild auf der Landkarte, den Ort, den wir erreichen wollen, also eine Karte von dem, was wir in der Zukunft sehen. Und mit dem Kompass bestimmen wir die Richtung, die wir einschlagen müssen. Also ist der Kompass auch Teil der Beschreibung der Wege, die mit den Strategien begangen werden. Und das sind die kleineren und mittleren Ziele, die wir benötigen, um das große Ziel zu erledigen. Und die Maßnahmen sind die einzelnen Werkzeuge und Handgriffe, die wir tätigen müssen. Also ist eine Strategie auch jeweils einer der Werte, die ihr gemeinsam für euch erarbeitet habt. Denn jeder dieser Werte trägt am Ende dazu bei, dass sich daraus dann die Vision einer fairen und respektvollen Theaterlandschaft ergibt. Wie man diese Werte verbreitet, für sie ausreichend Anerkennung und Akzeptanz schafft, sie schließlich erreicht und wie man sie anschließend sichert und ihre Einhaltung kontrolliert, das erfolgt über die Maßnahmen. Maßnahmen beziehen sich immer auf die sogenannte operative Ebene. Die erste Ebene war die visionäre Ebene, die zweite Ebene ist die strategische Ebene und die dritte Ebene ist dann die operative Ebene der Umsetzung. Und sie beinhalten den Gebrauch all der Mittel, Werkzeuge und Instrumente, die man dafür benötigt, um eine Strategie zu erzielen und damit den Weg hin zur Vision zu stärken und voranzukommen, sich dem ganz großen Ziel merklich oder weniger merklich, jedoch unaufhaltsam zu nähern. Nachdem ich auf diese Ebenen eingegangen bin, werde ich die Begriffe kurz einordnen und abschließend noch eine gute Methode reflektieren, die ich Ihnen bei der heutigen Entwicklung der Maßnahmenkataloge sehr empfehlen würde. Das ist die gute alte Hegelsche Dialektik. Vereinfacht ausgedrückt heißt Dialektik im Volksmund auch, dass man neben einer These, ich bin oder ich denke, also bin ich, eine Antithese stellt, ich träume, also bin ich, und dann in der Ausfechtung dieser beiden zu einer Synthese kommt, deren Auslegung man dann wirklich jedem Einzelnen selbst überlassen kann. Mir geht es vor allem um den richtigen methodischen Erkenntnisweg für eure heutige Veranstaltung, um von guten Beispielen zu einer noch besseren abstrakten Verallgemeinerung zu kommen, die dann wiederum beispielhaft für die neuen guten Beispiele
als Vorbild und als exemplarisch dienen kann. Dabei geht es darum, Muster zu finden von Verhalten der Menschen oder von Erkenntnissen über den Umgang mit dem Kodex, die in einzelnen Projekten, in Vorhaben, im Umgang mit einzelnen Künstlerinnen und Kollegen gefunden habt und die man möglicherweise heute zusammenbringen kann an einem großen Tisch und aus diesem Zusammenbringen dann Verallgemeinerungen herstellt. Das heißt, ich schaue mir das Beispiel in Luzern an, das Beispiel in Zürich, das Beispiel in Bern, das Beispiel in Basel, das Beispiel in St. Gallen und schaue mir an, aha, darin unterscheiden sich diese Beispiele, aber in diesen Punkten ähneln sie sich. Also muss es hier ein Muster geben, das man verallgemeinern kann. In diesem Schritt geht man also von den Beispielen, von dem Besonderen, das sich in jedem Beispiel befindet und das sich in diesen Gesprächsrunden sammelt, bis zur nächsten Stufe und versucht zwischen diesen verschiedenen Beispielen die Merkmale zu entdecken und zu entwickeln, die sich also abstrahieren, verallgemeinern lassen, die also alle auf die Mehrzahl dieser Samples, auf dieser Beispiele zutreffen. Diese Methode führt am Ende dazu, dass man an eine Reihe von abstrakten Musterbeispielen kommt, anhand derer man typische Verhaltensweisen erklären kann, ohne auf die Spezifizierung eines einzelnen Beispiels verweisen zu müssen. Das ist der Weg vom Besonderen zum Allgemeinen. Wenn man jetzt feststellt, wir haben das Problem X in Luzern im Umgang mit dem ganzen Bereich der Macht. Und dort stellt sich ein bestimmtes Schema dieser Machtübertritte heraus. Und wenn man das mit den Kollegen heute bespricht und sieht, wir haben dasselbe Beispiel auch in zwei anderen Städten, dann hilft es der Gruppe am Ende, wenn ihr aus diesen drei Beispielen das Allgemeine heraus destilliert, um das dann wieder der Gruppe zu präsentieren und um zu sagen, beim Umgang mit dem Kodex haben wir festgestellt, dass das und das eingetroffen ist. Und wenn man das Ganze verallgemeinert, kommen wir dazu. Das ist deshalb wichtig, weil man nicht jedes einzelne Beispiel immer erinnern kann, sondern so macht man das in der Wissenschaft, aber so macht man es auch in der Praxis, dass man versucht, aus diesen Beispielen den besten Modus des Umgangs mit Verfahrensweise zu finden. Und das soll euch später helfen, vielleicht die Dinge, die euch immer wieder bei euch aufgetreten sind, auf eine gute Art und Weise für euch alle verallgemeinerbar zu machen. So viel von mir. Ich wünsche alles Gute und bedanke mich, dass ich dabei sein konnte. Toi, 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 Fairspec. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus Berlin. Tschüss. Jetzt sollt ihr zum Reden kommen. Wir haben eine Stunde Zeit für diese Gruppenarbeit. Das Einzige, was ich vorschlagen würde, ist, dass sich jeder Tisch für 2 bis maximal 3 Begriffe aus dem Kodex entscheidet, bevor ihr losbrettert. Also, dass ihr nicht quasi über 12 Begriffe diskutiert, sondern euch versucht, ein bisschen zu beschränken. Und dass ich euch noch diese Methode ans Herz legen darf. Es geht darum, dass man wirklich bei etwas Spezifischem beginnt, also ein spezifisches Beispiel. In der letzten Produktion ist das und das passiert, was stört. Die anderen tragen andere Beispiele bei. Das ist schon ein erster Schritt zum Verallgemeinern. Danach gibt es schon eine Lösung für das Problem? Findet ihr ein Handlungsmuster? Gibt es eine Lösung, die sich allenfalls verallgemeinern lässt? Und das sind die zwei Dinge, die wir sammeln wollen. Gibt es Lösungsansätze, Best Practices, also Handlungsempfehlungen? Gibt es Hindernisse, die sich verallgemeinern lassen? Und habt ihr sonstige Hinweise? Dann wünsche ich viel Spaß.
dann würde ich sagen, fangen wir mit dieser Gruppe an. Jemand von euch kommt hierher, bringt eure Erkenntnisse ins Plenum und wir schreiben quasi auf, was man da rausziehen kann, vielleicht als Handlungsempfehlungen, als verallgemeinerbare Hindernisse, die vielen von euch begegnen und weitere Hinweise und Sonstiges. Also auch sowas wie, hey, ändert das und das am Kodex oder müsste man nicht das und das auch noch aufnehmen oder Fastback, mach mal so eine Veranstaltung. Wir haben uns eines der schwierigsten Stichworte vorgenommen, und zwar Diversität. Und vielleicht ein Hinweis, wenn ich das bei Hinweis platzieren würde, wäre, wir können das als, weder als Individuum noch als Gruppe ein dermaßen virulentes gesellschaftliches Thema lösen. Das haben wir auch gemerkt in unserem Gespräch, wir sind sofort in ganz viele Ecken von Gender-Fragen über kulturelle Herkunft, Ethnie und so weiter und so fort, Patriarchat und so weiter. Genau, also das mal, das Thema ist riesig. So, würde ich sagen. Gut, und dann haben wir auch gemerkt am Tisch, glaube ich, im Gespräch, dass deshalb eine der Konklusion ist, das Stichwort Verunsicherung. Wir haben das, glaube ich, auch erfahren, so, weil wir wollten auf den Punkt kommen und ja, also wie gehen wir jetzt dieses Thema an? Da war schon mal eine große Verunsicherung und die Handlungsempfehlung wäre dann eben die Verunsicherung erstens aushalten zu können und als Qualität zu sehen. Es ist gut, dass wir verunsichert sind, weil da kann was passieren. Weil wenn wir sicher sind, dann sind wir unter Umständen die privilegierten alten weißen Männer, ich sage jetzt bewusst so ein paar Reizwörter, die nicht ihren sozialen Status je hinterfragen müssen. So. Aber wenn Verunsicherung im Raum ist, ist es auf jeden Fall produktiv. So. Dann ein Hindernis war, dass natürlich mit der Verunsicherung auch eine große Angst verbunden ist. Und Angst ist, glaube ich, das größte Hindernis. So, Angst wovor? Angst davor, in all die möglichen Fettnäpfchen zu treten, mal am ganz einfachen Ding. Angst davor, nicht akzeptiert zu werden und auf beiden Seiten. Also natürlich als diskriminierte Person hat man Angst in der Gruppe, aber mittlerweile auch vielleicht die Gruppe gegenüber einer Person. Wir haben ein Beispiel diskutiert über non-binäre Menschen, dass da ja vielleicht auch die Angst da ist, das falsche Pronomen zu benutzen. Aber wir, gerade am Beispiel Sprache, merken wir ja, dass wir lernen können, ganz aktiv, also indem wir eine andere Sprache benutzen und uns da nicht von der Angst leiten lassen. Du hast eigentlich noch den Zusammenhang hergestellt zwischen eben das Schmerzhafte aushalten zu können und gleichzeitig eben eine Einsicht, dass das nicht, also Schmerz auch nicht eine Selbstviktimisierung sein soll. Das ist vielleicht noch als wichtiges Stichwort. Bitte ergänzt. Ja, und die Selbstviktimisierung, also bei der Angst. Komm ruhig nach vorne, damit ich auf dem Bild bei der Angst vor Fehlverhalten sehr wichtig. Genau, das macht jetzt gerade das Stichwort von der Selbstviktimisierung, ist das sofort da, das gehört. Also dass eben das Aushalten von Schmerz und Verunsicherung eben doch auch bedingt, dann auch mal einen Punkt machen zu können. Also eine Einsicht. Und das ist nicht auch noch ewig so, ich könnte noch das hinzufügen und das noch hinzufügen, weil das dann eine, eben so eine Selbstviktimisierung mit sich bringt, auch sehr schnell. Und eine Rechtfertigung, die dann einfach manchmal nicht angebracht ist. Eine Suche nach Lösungen.
Möchte jemand was hinzufügen? Das Stichwort Verantwortung und also die Frage nach, wer muss sich um was kümmern? Also, in Bezug auf Diversität? Ja, genau. Wer ist wofür verantwortlich? Genau, also wo muss die Arbeit passieren? Muss aus einem... aus einer Benachteiligung heraus ein Schritt passieren und sich melden, sozusagen, ich fühle mich da benachteiligt, oder geht es nicht auch darum, daran bewusst und konkret auch zu arbeiten, sich die Frage erstmal zu stellen, hallo, wer ist für was verantwortlich, überhaupt sich um was zu kümmern, sich welche Fragen zu stellen? Ja. Zuständigkeit. Das Thema bietet sich extrem an, um auf der Metaebene zu bleiben, sage ich mal. Weil es so komplex ist und weil die Herausforderung so groß ist. Deshalb dieses Tool, wenn ihr das vielleicht mitnehmen wollt, zwingt einen eigentlich auf konkrete Beispiele zu gehen. Also wirklich zu sagen, das und das habe ich erlebt, das und das ist ein Missstand. Kennt jemand auch dieses Problem? Und dann die quasi zu sammeln und dann erst zu abstrahieren. Ne? Einfach so als... Weil man, ich verstehe total, ich meine, man kann wirklich einen ganzen Nachmittag oder eben länger noch, man kann das nicht lösen als Thema. Aber vielleicht hilft es, wenn man sagt, okay, ich kann den Begriff nicht aufbrechen, ich kann den Begriff nicht lösen, aber vielleicht kann ich anhand von konkreten Beispielen kleine Lösungen finden. So. Wäre vielleicht so mein Beitrag. Hinweise? Mich beschäftigt so das Thema Fehlerkultur einüben. Um dieser Verunsicherung auch zu begegnen. Und wenn da jemand Ideen oder Tools hätte, fände ich es spannend, wenn ihr es sagen würdet. Also Tools entwickeln zum Einüben von Fehlerkultur. Ja? Ja, zum Umgehen mit Fehlern, wenn man ins Fettnäpfchen halt getreten ist. Oder eine Kultur des Wohlwollens zum Beispiel etablieren, in der man gegenseitig aufeinander zugehen kann. Next Group. Den ersten Komplex, den wir besprochen haben, ist zum Thema Kommunikationskultur. Die Situation, die wir mehrfach beschrieben haben, ist keine klare Rollenverteilung. Was wir also Lösungen oder Best Practice daraus ziehen, ist gleich zu Beginn oder sehr früh im Prozess einen Austausch mit allen Beteiligten terminieren, um im Vorfeld die Aufgaben zusammen, gemeinsam zu besprechen und zu verteilen. Und dann auch ganz dringend im Nachgang, eine Woche später, zwei Wochen später, ein zweites Meeting, um zu überprüfen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Was sind die Hindernisse hier? Eigentlich meistens, dass die Zeit fehlt dazu, beziehungsweise, dass die Zeit nicht genommen wird, weil wir das Gefühl haben, die Zeit fehlt uns, dann für die eigentlichen Prozesse, seines künstlerischen Prozesse, seines organisatorischen Prozesse. Also es ist jetzt nicht, das ist nicht Rocket Science, aber das ist eine mögliche Lösung, die wir besprochen haben. Im Zusammenhang mit dem Beispiel haben wir den zweiten Komplex Belastbarkeit besprochen. Die Beispiele, die wir hier besprochen haben, ist die toxische Mischung zwischen keine klare Rollenverteilung oder kein Pflichtenheft, gepaart mit Personen, die Macht missbrauchen, indem sie das ausnutzen und Leute einfach arbeiten lassen, zu ganz vielem einfach Aufträge verteilen, obwohl diese anderen Personen diese nicht ausführen müssten. Hier vielleicht, das passt jetzt nicht zu Hinweis, aber das Wichtigste in der Situation, haben wir besprochen, ist eigentlich schnell zu merken, wenn eine Person in so einer Situation ist, weil diese Situation muss schnell gelöst werden, weil sie sonst eben wirklich zu einem Burnout, zu einem Verschleiß führen kann. Wir haben dann gesagt, es gibt eigentlich wie drei Handlungsempfehlungen. Die erste wäre eine Meditation suchen, also entweder direkt mit dieser Person das Gespräch suchen, wenn das nicht geht, eine Person suchen, die vermitteln kann. Zweite Lösung, jemanden finden, der im Hintergrund unterstützen kann, sei es ein Stiftungsrat, ein Verwaltungsrat, wenn denn Support von dieser Seite her kommt. Dritte Lösung, auch nicht Rocket Science, gehen, künden.
Das wird nicht besser, so eine Situation, wenn mit einer Person zusammengearbeitet werden muss, die sich nicht auf so einen Prozess wie klare Pflichtenhefter einlassen will. Das Hindernis oder die Herausforderung ist einfach ganz oft, dass es wie also diese Person dann ein Aushandeln von diesen Momenten gar nicht erst zulassen. Drittes Beispiel, worüber wir gesprochen haben, ist Transparenz. Transparenz auch wieder hier in Bezug zum Beispiel, wenn eine Company zusammenarbeitet und nicht oft miteinander gesprochen wird, wer eigentlich was verdient in so einem Zusammenhang oder wie viel Geld überhaupt vorhanden ist, vorhanden sein könnte zum Schluss von einem Finanzierungsprozess von einer Company oder von einem Projekt. Transparenz aber beispielsweise auch in Bezug auf jetzt unsere M2Act-Realität, wie offen können wir mit welchen Informationen umgehen, was wir tun können als Förderinstitution, was wir nicht tun können. Was wir hier auch als eine Art Handlungsanweisung herausgearbeitet haben, ist transparent dort sein, wo wir nicht transparent, also transparent sein, wo wir nicht transparent sein können. Im Sinne von End-to-Act kann nicht sagen, wie viel Gelder im Bereich darstellende Künste zur Verfügung steht pro Jahr für die Förderung. Das ist so, weil wir das von unseren Strukturen her nicht dürfen. Wir haben ein Verbot. Also ich kann hier transparent sein, wo ich nicht transparent sein kann. Und das auf allen Kommunikationskanälen und tun, sei es auf einer Website offen das darlegen, sei es in der direkten Kommunikation mit sogenannten StakeholderInnen, wenn möglich einfach diese Momente immer offenlegen. Hindernis, habe ich schon erwähnt, es sind meistens umgebende Strukturen, die gewisse Momente von Transparenz verhindern oder versuchen unmöglich zu machen. That's it. Hinweis? Nee? Gut, next. Wir haben uns eigentlich vor allem über das Thema Belastbarkeit unterhalten, hatten da verschiedene Beispiele, die mehr oder weniger konkret waren. Ein Beispiel, was genannt wurde, war eine Mitarbeiterin in einer Institution, die regelmäßig ausfällt aus gesundheitlichen Gründen, wie man damit umgeht, weil man das ja eigentlich ermöglichen will, wie man damit umgeht, wie man das auffangen kann als Institution, als Team, weil ja dann doch meistens die finanziellen und auch die persönlichen Ressourcen eigentlich begrenzt sind. So. Ein großes Problem, was wir ausgemacht hatten, ist eigentlich so wie in der Projektplanung die Ressourcen berechnet und antizipiert werden, dass da eigentlich oft von 100% Pensen ausgegangen wird, aber auch innerhalb der vorgesehenen Pensen immer eine 100%ige Belastbarkeit erwartet wird. Also innerhalb von einem 80% Pensum wird die 100%ige Belastung an diesen vier Arbeitstagen, sagen wir mal, erwartet. Und man rechnet da keine Puffer ein für Unvorhergesehenes, man rechnet keine Puffer ein, wenn das Beispiel Familie war, wenn ein Kind krank ist, etc. Dass es oft keine offene Gesprächskultur gibt über die persönlichen Ressourcen, dass halt auch eine sehr toxische Leistungskultur in unserer Szene leider oft vorhanden ist, die viele von uns daran hindert, offen zu kommunizieren, wenn wir fühlen, dass wir eigentlich nicht belastbar sind und dass wir dadurch dann oft auch über unsere Belastungsgrenzen hinausgehen. Genau, und daraus haben wir verschiedene Problemmuster und aber auch Best Practices abgeleitet. Ein Problemmuster, was uns vielleicht auch daran hindert, ein Problemmuster, was ich eigentlich auch gerade genannt habe, ist diese
toxische Leistungskultur, dieses Mindset und eben auch das, wie wir unsere Ressourcen berechnen und planen und dass auch ganz oft Aufgaben und Wissen eigentlich sich sehr konzentriert bei einzelnen Personen und dass dadurch auch ein Ausfall beispielsweise von einer Person gar nicht aufgefangen werden kann oder dass man sich dadurch auch nicht selber nicht erlaubt, irgendwie mal einen Tag zu fehlen oder weniger zu leisten, weil so viel von einem vielleicht abhängig ist auch, und dadurch, da kommen wir vielleicht auch gleich zu einer Best Practice, dass man in Tandems arbeitet. Beispiel wurde genannt, dass man in einem Projekt immer zu zweit für das Projekt verantwortlich ist und dass zwei Personen den gleichen Wissensstand haben, dass eben immer auch eine Person ausfallen kann und eine andere Person das auffangen kann. Ist eins, dann haben wir darüber gesprochen, dass es sehr wichtig wäre, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn ein 100%-Pensum? Vielleicht sollte man eher von 4 anstatt von 5 Tagen für ein 100%-Pensum ausgehen und auch innerhalb von diesen 4 Tagen wieder zu überlegen, okay, welche Leistung erwarte ich innerhalb von diesem 100%-Pensum, dass man auch da wieder mehr Puffer auch einberechnet. Und ganz viel geht es aber auch einfach um Kommunikation, dass man eine Gesprächskultur und eine offene Kultur etabliert, die sich dieser Leistungskultur auch entziehen kann oder dass man das implementiert, dass man offen damit umgehen kann, wie die eigenen persönlichen Ressourcen, wie es um die aussieht und wie viel man leisten kann. Das kann man zum Beispiel machen durch regelmäßige Check-ins, durch konkrete Abmachungen und klare auch Pflichtenhefte zum Beispiel. Wenn man sich solche Abmachungen trifft oder gewisse Tools implementiert, dass man diese auch regelmäßig überprüft und auswertet, gab es eine Verbesserung der Situation oder muss man etwas anpassen? Habt ihr noch Ergänzungen vielleicht? Ich habe noch etwas für diesen Hinweis, Änderungsantrag. Da steht unter Belastbarkeit, geringe Belastbarkeit wird respektiert und berücksichtigt. Sie ist kein Ausschlusskriterium. Wir sind zuerst beim zweiten Satz hängen geblieben, weil der so drastisch stört und haben dann beschlossen, nein, der ist super. Aber das geringe Belastbarkeit hat uns gestört, weil das schon davon ausgeht, dass eigentlich die Leistungsmaxime das Normale ist und alles andere als Schwäche. Oder haben wir subjektiv ziemlich in einer Abwehrhaltung als Schwäche deklariert und hätten uns vermutlich nicht selbst eingestanden, dass wir eine geringe Belastbarkeit haben, nur weil wir nicht 100% arbeiten. Und haben dann auch festgestellt, dass geht es ja oft dann um Flexibilität des Arbeitsplatzes oder von einem selbst, wenn zum Beispiel das Kind krank ist oder wenn man halt eine Vorbelastung hat etc. Und hätten deshalb beantragt, dass da Flexibilität steht, zum Beispiel anstatt geringe Belastbarkeit. Einfach dieses geringe, dieses Negative hätten wir gerne raus. Dankeschön. Ja. Super. Ergänzungen? Widersprüche? Next. Wir haben uns auch an die Diversität gewagt und sind tatsächlich auch nicht, sind an diesen persönlichen Beispielen ein bisschen geblieben. Sind da zwei Hindernisse dabei rausgekommen. Eigentlich hat das eine zum anderen geführt. Und zwar das erste ist, dass man oft in der freien Szene für ein Projekt ziemlich viel Vorarbeit leisten muss, die nicht finanziell bezahlt ist.
Und die wer arbeitet mit einem eigentlich gratis? Das sind meistens seine eigenen Freunde oder die, mit denen man am meisten zusammenarbeitet. Also ist die erste Person oder die erste Person, mit denen man ein Projekt startet, meistens Personen, die einem nahe sind. Und danach geht man vielleicht schon raus, aber es beginnt zuerst mal da. Und die Diversität in, also eben, wir bleiben jetzt in unseren vier Realitäten, ne? Wir sprechen nur von denen, nicht von grundsätzlich. Und da bleiben dann oft die Leitungspositionen zum Beispiel in diesen Freundeskreisen und werden nicht divers. Da haben wir dann auch gemerkt, okay, unsere Freundeskreise sind offensichtlich auch nicht divers. Und das kommt von unsere Arbeitsfreundeskreise, dass unsere Arbeitsumgebung kommt meistens noch vom Studium. Und im Studium war auch nicht wirklich eine diverse Umgebung. Da kommen wir zum zweiten Hindernis, nämlich die Zugänglichkeit zur Kunst- und Kulturszene, die schon relativ früh beginnt. Sprich, ein Beispiel: Gymnasien haben oft wunderbare und super finanziell unterstützte Theaterkurse und Zugänglichkeiten zu Kunst. Geht man aber tiefer in Sekundar-, Realschule, da hört es dann auch schon auf. Genau. Das sind so die zwei Punkte und Möglichkeiten, um dem entgegenzukommen, aber auch da waren wir immer wieder so ein bisschen, das ist die Quote. Ich finde, es tut einfach immer wieder so ein bisschen weh. Schade, dass es die braucht, aber man könnte eine Quote einführen. Eben in der Kulturförderung gucken, dass halt da, aber das ist eine größere Sache, dass halt Jugendliche oder Kinder halt viel breiter gefördert werden und nicht nur in den Gymnasien. Dann auch, dass man so wie ein Pool-Tool eröffnet, wo man sich wie LinkedIn oder wie heißen die, diese, wo man sich wirklich einfach beschreibt, wer man ist, was man arbeitet und wenn man jemanden sucht, weil wie kann man, kommt man zu diesen Menschen, ich weiß gar nicht, wer eigentlich alles in der Szene arbeitet. Es gibt viele Menschen von euch, die habe ich noch nie gesehen und es wird tausende andere Menschen geben, die werde ich auch nie sehen, weil die nie alle an so Treffen kommen. Also wie so ein Tool oder so ein Pool, wo man sich halt so findet, so Facebook für die Arbeit oder so. Und so auch mal einfach ins kalte Wasser springt, insofern auch, dass man halt mal mit Menschen zusammenarbeitet, die man nur über eine Beschreibung kennt und noch nicht kennt. So. Oder so Tinder für Arbeit. Genau. Und auch so, genau, und so ist eine Austauschplattform, weil auch die Zeit ist immer wieder auch in den Diskussionen gekommen, die fehlt oft. Also so Netzwerktreffen, die einen Tag gehen, die bräuchte man viel mehr, aber die Zeit fehlt, ergo wie kann man einen Austausch herstellen, den man halt auch mal zu Hause schnell am Computer machen kann. So. Das zum Thema Diversität. Das nächste, wir haben zwei Themen bearbeitet, ist die Wertschätzung. Auch da bei den Hindernissen oft fehlt für die Wertschätzung, und da haben wir jetzt nicht über Finanzen geredet, dass man bezahlt wird, sondern sind vielmehr bei der Menschlichkeit geblieben, ist die zeitliche Ressource. Oft sind die Tage vollgestopft und man vergisst oder hat die Zeit nicht, um einfach mal ein Danke zu sagen zum Beispiel. Es sind fehlende Kenntnisse und Einblicke in unterschiedliche Arbeitsrealitäten und Arbeitsbereiche. Man weiß oft gar nicht, was eigentlich das Gegenüber alles so macht und leistet, vor allem in größeren Projekten oder in Häusern. Und auch fehlende Sichtbarkeiten der unterschiedlichen Positionen. Und da als Beispiele, wie man dem entgegenwirken könnte, sind mehr Meetings, wo man auch die verschiedenen Positionen reden lässt und miteinander austauschen. Transparenz, sehr wichtig, wer eigentlich alles da ist, wenn neue Leute dazukommen, wenn Leute gehen und so, das bezieht sich vor allem so auf Häuser, Institutionen, dass da viel mehr Transparenz da ist. Inspiriert von dir, die Idee, dass man sich so einen Wecker stellt, und einfach, um einfach mal am Ende des Tages
Danke zu sagen mit den Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, weil das oft extrem viel ausmacht. So. Genau, doch noch die Finanzen. Oft ist so in der Kulturkunst, dass so die künstlerische Arbeit wird viel mehr wertgeschätzt als so Netzwerk- oder organisatorische Dinge, die man machen muss und die super wichtig sind, und dass die viel stärker, also nicht stärker, aber mehr finanziell auch beglichen werden und da eine Even-Situation geschaffen wird. Habt ihr noch etwas? Möchte jemand etwas hinzufügen oder fragen oder widersprechen? Wo ist Joël? Da! Genau, der Stammtisch da hinten, das hast du rausgefunden. Also wir haben vor allen Dingen über das Beispiel gesprochen, dass wir eine Geschäftsstelle haben, also durch mich vertreten und den Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet, und dass diese Zusammenarbeit herausfordernd ist, weil der Vorstand nicht so viele Ressourcen hat, also nicht so viel Zeit. Und dass man eben auch dann eine Hemmung hat zu sagen, ich würde eigentlich gerne eine Idee oder irgendetwas investieren, aber ich habe keine Zeit, weil man dann weiß, es fällt auf den Nächsten vom Vorstand, der auch keine Zeit hat, der oder die. Und dass das aber alles dann auch nicht angesprochen wird, weil wenn die eine Person denkt, ich sage jetzt mal, ich habe eigentlich keine Ressourcen, dann würden alle anderen auch offen sein. Am Ende zeigt sich, niemand hat eigentlich Ressourcen. Und das war eigentlich ganz gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. So. Also genau, und das Problemmuster, was wir da so erkennen, ist, dass die Identifikation mit der Idee Fairspec ist sehr hoch und der Realitätsabgleich mit, okay, es ist aber auch einfach reale Arbeit von 2 Stunden, die man investieren muss, die hat man eigentlich nicht, und man müsste dann diese Identifikation mit der Idee wie an jemanden übergeben, in dem Moment, wo man es eigentlich nicht leisten kann. Also, dieses ist halt so ein Grassroots-Projekt, wo alle sehr dahinter stehen, aber dann eben manchmal eigentlich die Zeit fehlt. Und also eine Handlungsempfehlung haben wir nicht so direkt gesagt, aber dass wir in unserer Organisationsstruktur nochmal nachdenken müssen, wie können wir da besser zusammenarbeiten, ohne aber den Betrieb aufzublasen. Weil es sollten ja eigentlich kleine Strukturen sein. Aber die Frage ist, ist es überhaupt möglich, was man sich alles vornimmt, in so kleinen Strukturen dann umzusetzen? Habt ihr Ergänzungen? Genau, wir haben witzigerweise uns mit eigentlich denselben beiden Werten auseinandergesetzt, wie M2Act, nämlich auch Kommunikation und Belastbarkeit, und dass es irgendwie direkt auch zusammenhängt und auch mit dem Burning-on-Problem, dass wir so entzündet worden sind und dann diesen Transformationsprozess von diesem ersten, von diesem Initial, von dieser Initialzündung ein Jahr durchpowern und dann das jetzt aber transformieren, weil man nicht erwarten kann, dass sozusagen die Nächsten, an die man es übergibt, dieselbe Power haben. Also dass man eigentlich jetzt dann ein bisschen die Struktur verändern muss. Ich würde da vielleicht als Handlungsempfehlung hinzufügen, dass die Leute, die gute Ideen haben, sind oft nicht dieselben wie die gute Strukturen aufbauen können. Das heißt, man muss Leute fragen, vielleicht, oder? Ja. Also es war ja auch unsere Erfahrung ein bisschen, die vielleicht andere auch schon gemacht haben, die Leute, die gerne burning on, die sind nicht die Leute, die ein Beratungsunternehmen für Organisationsstruktur haben. So. Und sich da zu trauen, da mal anzurufen und zu sagen, wie sollen wir es besser machen? Ja, darf ich noch eine Sache einfach verlegen? Kommunikation ist zum Beispiel ein Hindernis, auch Angst gewesen, Angst transparent zu sein, dass man die Ressource eigentlich nicht hat. So, und das, da entsteht dann auch so ein... Was löst das aus? Dass also Transparenz in der Kommunikation hilfreich ist, dass wir uns da mal ein paar Dinge gestehen konnten und sagen, ach so, okay, dann machen wir es doch einfach anders. Letzte Gruppe. Wir haben vor allen Dingen über die Themen Belastbarkeit gesprochen und Diversität. Und bei der Belastbarkeit
Ja, so vielleicht als Hinweis, so stellt sich grundsätzlich die Frage, wenn jemand eingeschränkt belastbar ist, ist das etwas Temporäres oder etwas Grundsätzliches? Das macht einen großen Unterschied, wie dann damit umgegangen werden kann. Dass auch eine gewisse Eigenverantwortung notwendig ist von jeder einzelnen Person im Sinne von eine realistische Selbsteinschätzung von was bin ich in der Lage zu leisten und das auch transparent zu kommunizieren oder auch wenn Schwierigkeiten auftauchen, weil beispielsweise eine Person Einschränkungen hat in der Belastbarkeit und das dann eigentlich wie MitarbeiterInnen, KollegInnen rundherum auffangen müssen, dass dadurch vielleicht dann Situationen auftauchen, die auch nicht gerecht sind für die Leute, die es drumherum auffangen. Und dass es da dann vielleicht auch von außen her eine transparente Kommunikation braucht im Sinne von, hey, was machen wir damit, wie können wir damit umgehen? Und wir haben über den zweiten Satz gesprochen, von den beiden, die du vorhin vorgelesen hast, nämlich ist kein Ausschlusskriterium. Also was heißt denn Ausschlusskriterium? Heißt es irgendwie, wenn es ein Betrieb ist, die Person wird gekündigt oder heißt es, also was sind die Aufgaben, die eben der Belastbarkeit entsprechend passend wären? Und da tauchte auch das Thema auf von, kann man Tandems bilden innerhalb von dem Team, dass wenn man sagt, hey, ich habe regelmäßig Situationen, wo ich nicht gut mitarbeiten kann und in der Zeit springst du ein, dafür übernehme ich etwas von dir, aber da braucht es dann gute Absprachen im Team. Oder auch, dass man wirklich so à la Jobsharing, so Positionen doppelt besetzt, wo aber wiederum ein Hindernis ist, dass, also die Faustregel, die genannt wurde, war, dass man da eigentlich immer 20% Pensum aufschlagen muss bei Jobsharing. Also das hat auch einfach eine finanzielle Komponente. Genau. Und bei der Diversität haben wir uns unterhalten über, also so als Hinweis vielleicht, also Diversität ist sehr präsent und was häufig so hinten, oder was so die Themen Race sind sehr präsent und Behinderung und was manchmal hinten runterfällt, ist der Gender-Aspekt oder noch mehr gekoppelt mit dem Aspekt Alter. Und da haben wir konkret dann zum Beispiel drüber gesprochen, dass beispielsweise in dem Schauspielensemble, dass ältere SchauspielerInnen schlichtweg mehr kosten als jüngere und da kommt auch wieder der Kostenaspekt ins Spiel, so. Dass das wiederum eine Rolle spielt in der Zusammensetzung eines Ensembles beispielsweise. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass man Ausschreibungen so gestalten kann und dadurch steuern kann, was für Menschen sich überhaupt angesprochen fühlen durch eine Ausschreibung. Und dass diese verschiedenen Aspekte gibt, auf die Diversität sich beziehen kann, Diversität im Team oder in der Programmgestaltung, in den Räumlichkeiten und in der Öffentlichkeitsarbeit. Dankeschön. Jetzt haben wir tatsächlich noch Zeit, um eine Frage zu beantworten, die mich oder vielleicht Fairspec interessieren würde, nämlich wie es euch jetzt heute gegangen ist mit diesem Tool, mit dieser Form des Versuchs, den Kodex zu übersetzen, sage ich mal. Weil wir fragen uns natürlich auch, welche Hilfsmittel zum Kodex hinzu sind nützlich, bringen was, weil eine Erkenntnis, die wir haben, ist, die meisten haben jetzt nicht plötzlich doppelt so viel Zeit, um 48 Stunden pro Tag, um jetzt auch noch einen Kodex immer mitzuschleppen, sage ich mal. Das heißt, es muss ja auch irgendwie effizient sein, wie man diesen Kodex umsetzt. Also deshalb ist es eine sehr ernst gemeinte Frage, wie ging es euch? Was könnten wir sonst noch anbieten? Ja. Also wenn du laut sprichst, kannst du auch von da. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in einer Gruppe, also wir machen jetzt schon seit einiger Zeit immer eine Feeling Round, so am Anfang, idealerweise auch am Schluss nochmals. Ich
könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es vielleicht nicht immer, aber vielleicht ab und zu mal sich die Beteiligten mal noch kurz das hier durchlesen. So, vor der Saturning Round. Um, ja, also so ein Gedanke. Nach der Anwendung, nach einer möglichen, also okay, zwar die Frage oder die an, also wie könnte jetzt der konkret einfließen in eine Gruppe? Ne? Ja, das ist eigentlich eine konkrete Handlungsempfehlung. Ja. Weil ich zum Beispiel bei der Feeling Round gemerkt habe, dass es einfach das zu fixen, das macht extrem viel aus. Also wenn die stattfindet oder nicht, das ist wirklich ein Unterschied. Das können ja vielleicht auch vorschlagen. Ich würde jetzt mal so ein bisschen pauschal sagen, dass das, was wir heute Nachmittag gemacht haben, die Anwendung ist, die wir permanent vollziehen müssen. Das ist der Auftrag. Es gibt keine Situation, wo dieser Kodex für immer und ewig implementiert ist. Das wäre ein totaler, extremer Machtmissbrauch und Widerspruch zu dem, was der Kodex ist. Aber diese permanente und strukturierte Diskussion, und ich glaube, wir haben alle irgendwo in unseren Arbeitsumfeldern, ich meine, wenn wir das jetzt hier mal geübt haben, eine Stunde, eineinhalb Stunden, meinetwegen nach deinem Schema, oder eurem Schema, das ihr heute vorgestellt habt, es gibt auch anderes. Und dann tatsächlich irgendwie so gucken, welche Begriffe sind an diesem Tisch, in dieser Runde virulent. Und dann wird das durchgespielt. So, und ich denke, so wird dieser Bezug auf dieses komische Wirkungs-Impact-Ding nochmal zurück, habe ich das Gefühl, das bewirkt langfristig dann die Verhaltensänderung. Also ich habe ja auch die Diversity, wir haben alle schon zig Diskussionen gehabt zu diesem Thema heute wieder, aber das ist genau, das ist nie abgeschlossen, never. Und was hier steht auch nicht. Also könnte es quasi ein Angebot sein, jetzt zum Beispiel von Fairspec oder ähnlichen Organisationen dafür zu sorgen, dass immer wieder Räume für mehr oder weniger strukturierte, permanente Diskussion im Sinne von, du hast ja gesagt, schließe ich im Sinne von eine Möglichkeit, du hast ja am Anfang gefragt, wer hat ihn unterschrieben? Mhm. Und das ist ja okay, weil man am Anfang mal so, das sind auch gesellschaftliche Rituale, ja, offene Briefe, Selbstverpflichtungen. Aber eine Unterschrift heißt rein gar nichts, das ist mein Name irgendwo. Und wahrscheinlich ist eine dauerhafte Praxis spannend. Also entsprechend fand ich das jetzt irgendwie toll. Es ist ein bisschen unbefriedigend gewesen manchmal bei uns, weil wir dachten, wir müssen jetzt auf den Thron kommen, aber was passiert ist, ist dennoch super, merke ich jetzt. Ich habe am Anfang noch gesprochen von Vision, Ziel, Maßnahme und dann habe ich Vollzug aufgeschrieben, Fragezeichen, ich wusste kein besseres Wort, mittlerweile habe ich Übersetzung und Umsetzung gelernt und es ist aus der Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit, das ist eigentlich auch ein Thema der Nachhaltigkeit, kennen dieses Problem extrem gut, dass wir sagen, ja, wir machen das dann so und ich denke, ein schönes Angebot könnte sein, dass man Workshops also macht, exakt auf diesen Prozess hinzielen. Wie bringe ich das dann jetzt in meinen Alltag? Welche Tricks kann ich anwenden? Was kann ich machen? Genau, in meinem Team, bei mir. Also es ist schön, wenn wir das heute hier diskutieren mit allen und ich erzähle von bei uns als Donnerstag, erzähle ich hier am Tisch, das lernen von anderen, aber ich denke, richtig die Umsetzung, das muss ich dann in meinem Team dann machen. Ich denke, das könnte eine gute Dienstleistung sein oder Service oder so. Einen Workshop in der Art, aber für deine Gruppe. Okay. Also ich finde, die Hauptfrage ist, was können wir tun, oder für mich, was kann ich tun, dass der Kodex seinen Herzschlag behält? Ich arbeite in einer Organisation, wo wir jeweils zu jedem Start eines neuen Projektes unseren Kodex gemeinsam durchgehen, weil da kommen neue Leute dazu, da sind alte Leute dabei, dann gehen wir den zusammen einfach durch.
dann hat er wie wieder so ein bisschen den Herzschlag. Das ist eine Möglichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass für jede Organisation es eine eigene Möglichkeit gibt, irgendwie an diesem Heartbeat dran zu bleiben. Und darüber nachzudenken, finde ich irgendwie spannend. Gibt es denn auch Bereiche, wo es in die Richtung von Wissensvermittlung gehen könnte? Weil ich habe schon das Gefühl, dass in gewissen Bereichen auch einfach manchmal Wissen fehlt, um Fair Practice umsetzen zu können. Also für mich so ein Beispiel ist immer, dass in einer Company, die dann plötzlich doch irgendwie sich organisieren muss, muss irgendeine die Produktionsleitung einer Art übernehmen und wird dadurch faktisch zum Arbeitgeber, zur Arbeitgeberin, und das ist mit Fachwissen verbunden, was man haben sollte, weil es gibt rechtliche Vorschriften, was eine Arbeitgeberin leisten muss, wofür die sorgen muss. Das von Sozialabgaben bis hin zu Arbeitnehmerschutz, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt ein Beispiel, das geht jetzt in Richtung, wie werden Produktionsleitende ausgebildet und so weiter. Aber solche Sachen, das sind doch auch manchmal ganz einfache, harte Facts oder Wissen, was ja vielleicht an gewissen Ecken fehlt. Gibt es solche Entdeckungen, wenn ihr auf den Kodex guckt? Ja, ich glaube, wenn man den Kodex diskutiert, dann findet man solche. Also, man geht ja immer von so vielen impliziten Annahmen aus, wenn man zusammenarbeitet. Und wenn man einmal darüber spricht, was verstehen wir überhaupt unter Fairness oder unter Diversität, dann merkt man ja auch, dass man noch nicht weiß, wo man sich tatsächlich jemand dazu holen könnte. Also würde es quasi wie im spezifischen Fall jemanden dazu holen? Wenn ich merke, wir stehen bei einem der Punkte an, ja. Es gibt ja Probleme, die wiederholen sich in vielen Organisationen. Da würde ich vor allem auch noch irgendwie, also da sehe ich noch eine Chance zu wissen, wie andere dieses Problem lösen. So. Idealfall so aufgearbeitet, dass ich hingehen kann und sagen kann, okay, das machen wir auch. Ein Vorschlag von Thomas Schmidt war, dass man eigentlich gewisse Handlungsempfehlungen, die an so einem Nachmittag entstehen, von denen man wirklich denkt, ey, die kann man wirklich eins zu eins, eben so etwas wie ein Tandem oder so, solche Sachen, die immer wieder kommen, wo man sagen kann, ja, bringt vielen was, dass man die effektiv einfach anfängt, hinten an den Kodex ranzuhängen. Egal wie viele Seiten der dann plötzlich hat, aber das wird dann halt immer länger und dann fallen vielleicht gewisse wieder raus. Ich bin nicht sicher, ob das hilfreich ist oder ob das eine Verwirrung ist. Also es ist immer diese Frage, wie konkret kann der sein, darf der sein, aber dass man quasi eine Sammlung von Tipps und Tricks anhängt. Haltet ihr das für sinnvoll? Ja? Ich habe noch eine Frage. Ihr habt mehrmals so gesagt, die freie Szene. Und in meiner Wahrnehmung gibt es viele Häuser, die sich für das interessieren, was ihr tut. Und auch hier kamen dann immer wieder Beispiele auch aus Häusern. Also gibt es einen Grund, dass ihr da euch auf freie Szene konzentriert? Das war einfach, Entschuldigung. Es war schon eine bewusste Setzung, weil Häuser ja auch durch Ensemble-Netzwerk und so, da gibt es schon ein paar, die sich um diese Fragen auch in diesem Bereich sozusagen kümmern, und dass wir so bewusst gesagt haben, freie Szene ist so scheinbar alles so unreguliert, das ist irgendwie gut, also wo stehen wir da eigentlich? Da wollten wir eine Bestandsaufnahme machen, bewusst das in diese Richtung befragen, ohne es abzuschließen. Es waren auch bei unseren ganzen Veranstaltungen waren auch immer wieder Leute, zum Beispiel auch von der Oper Zürich oder sonst wie, weil da natürlich die Schauspielhaus war immer wieder auch dabei und natürlich, weil es Fragen gibt, die staatliche Häuser sozusagen auch interessieren. Auf jeden Fall ist kein Ausschluss, aber es war schon erstmal eine Konzentration auf dieses Arbeitsfeld. Und bei dieser Veranstaltung Nummer 7 waren ja Organisationen, also Festivals, aber auch Häuser dabei. Und der Gedanke war auch, weil freischaffende Künstler also brauchen auch die Häuser. Also es ist nicht so, dass wo es keine Ansatz gibt. Also es muss wirklich zusammen auch gedacht werden. Ja. Also es ist war von Anfang an nie ein Ausschluss, aber einfach sich irgendwohin zu konzentrieren. Ja. Weil man, wenn man, eben es kamen dann auch Anfragen aus der bildenden Kunst oder so, und dann, wenn man dann die Strukturen, die Arbeitsstrukturen anguckt,
sind wirklich zum Teil doch sehr andere Probleme. Und da muss man sich überlegen, ob man sich dann irgendwann traut, diesen Schritt zu machen und zu sagen, das ist für Kultur. Es ist ja sehr nach innen gedacht. Eben wir, im Unterschied zu jetzt im Fair Stage mit dem Maßnahmenkatalog, der ganz klar nach außen und fordernd gedacht ist, ist unser Kodex eigentlich so gedacht, dass ich mit mir erstmal mit meiner Gruppe anfangen kann, damit zu arbeiten. Und deshalb haben wir eigentlich ausgeschlossen, dass man als Institution den einfach unterzeichnet, sage ich mal. Weil wir auch gesagt haben, das führt auch irgendwo hin zu so einem Label-Denken. Und jetzt, da arbeiten wir aber dran. Was wäre eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Institutionen? Dass man sagen kann, ja, es gibt, da braucht es ja auch eine andere Verbindlichkeit. Damit man sagen kann, ja, dieses Haus arbeitet mit dem Kodex oder mit Fairspeak. Ja. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr eingebracht habt. Dann würden wir kurz abschließen, und zwar zuerst mal eben dieses Thema Wirkung, was wir da so angeteased haben, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Diese Websites sind sehr zu empfehlen. Es kann auch dazu führen, dass man ein Projekt komplett aufbläst, nutzlos natürlich, aber es als Logik zu verstehen ist, finde ich, sehr hilfreich. Danke an euch alle Teilnehmer, die dabei wart heute. Danke fürs Mitmachen, Mitdenken, Mittragen und hoffentlich Weitertragen. Ihr könnt euch gerne auf der Website fairspeck.ch einerseits den Kodex unterzeichnen. Ich persönlich finde das eine wichtige Geste. Wir danken natürlich dem ganzen M2Act-Team für die finanzielle Unterstützung und für die sehr konstruktive, gute Zusammenarbeit. Danke auch an die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Vielen Dank. Ich möchte noch ganz zum Abschluss auf unsere nächste Fairspeck-Veranstaltung hinweisen am 11.06. Das ist dann FS#9, Vertrauen. Unsere Hosts sind Brandy Butler und Mandy Abushurk. Und Brandy und Mandy fragen, was es bedeutet, schwarze Künstlerin zu sein, was sind die strukturellen Hürden für schwarze Personen im Kulturbereich, an Häusern und in der freien Szene. Und es wird darum gehen, Schutzmaßnahmen zu entwickeln für schwarze KünstlerInnen, um sie vor institutioneller rassistischer Diskriminierung zu schützen. Außerdem noch ein Hinweis dann auf unsere nächste größere Veranstaltung im Herbst, wo wir eine zweite Kodex-Konferenz planen, um nochmal zu fragen, wo stehen wir, wo steht der Kodex, was hat sich getan und was kann Fairspeck weiter euch und uns selber anbieten. Vielen Dank.